Ja, der Kreisverband Leverkusen war Ende 2016 mit 248 Mitgliedern der größte und aktivste Kreisverband. Allerdings sind wir auch ein bisschen überaltert und hatten 13 Austritte, die meisten altersbedingt. Und 3 Mitglieder haben sich leider für immer von uns verabschiedet. Dazu bitte ich Sie, sich zu erheben. In 2016 verstarb unser Europäer und mein Bayer Umweltschutzkollege Dr. Hans Weitzel am 11. Januar im Alter von 80 Jahren. Ebenso Peter Klug, mein langjähriger Ordenskanzler der Leverkusener Ritter des Humors, am 15. November im Alter von 85 Jahren. Und unsere dank ihrer ausstrahlenden Lebensfreude sehr geschätzte Europäerin Inge Wiesel am 29. Oktober im Alter von 75 Jahren. Sie haben sich zu Ehren unserer Toten von ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen. Kommen wir zu den Aktivitäten unseres Kreisverbandes. Die Großveranstaltungen waren wie immer sehr erfolgreich. Der Neujahrsempfang am 12. Januar mit dem Festvortrag des grünen Landtagsabgeordneten Stefan Engstfeld ergab ein fundiertes Plädoyer für Europa. Und heute ist der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner unser Festredner. Und für den 9. Januar 2018 haben wir einen prominenten CDU-Politiker, der dann allerdings kein Bundestagsmitglied mehr sein wird, im Visier der Hobo ist angepeilt. Ja, so ist also ein regelmäßiger Wechsel. Alle 4 Jahre sind CDU, SPD, FDP und Grüne daran, hier den Festredner zu stellen. Und diese Tradition wollen wir auch fortsetzen. Ein besonderer Höhepunkt war 2016 die Preisverleihung des großen europäischen Künstlerwettbewerbs. Ich schaue da besonders die ELOBA, die Elmo Bachmann an. Das Motto war: Künstler entdecken Europa. Und am 6. März war die Siegerehrung. Das ELOBA Mino Tschüss vorbereitete Wettbewerb mit Preisen der Europa-Union, gesponsert von der EVL, des Oberbürgermeisters, der Sparkasse Leverkusen und der Volksbank Rhein-Wupper. Er brachte eine eindrucksvolle Ausstellung der Siegerarbeiten in der Forumgalerie. Insgesamt wurden 311 Arbeiten aus 39 Staaten hier in Leverkusen eingereicht, von denen 37 in die Ausstellung kamen und dort präsentiert wurden. Und die eindrucksvolle und mit 1000 Euro prämierte Siegerarbeit kam von Michi Schneider, einem in Berlin lebenden Kunststudenten aus Graz. Nächstes große Ereignis war am 5. Juni das Leverkusener Europafest 2016 mit dem europäischen Gottesdienst hier im Spiegelsaal. Das seit 1987 durchgeführte Europafest feiert also in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und es ist eine Gemeinschaftsveranstaltung vom Integrationsrat, kräftig unterstützt auch von der Kulturstadt Leverkusen. Das attraktive Bühnenprogramm wird nämlich von der Kulturstadt gesponsert und gestaltet von ihren Mitarbeitern in Berlin. Und das hat zum Leverkusener Europafest 2016 erfreuliche 2000 Besucher in den Park von Schloss Moosbruch gelockt. Wie ich bei einem Rundgang mit unserem Oberbürgermeister Uwe Richard miterleben konnte, waren die 23 teilnehmenden Vereine mit ihren Ständen begeistert von dieser bürgerfreundlichen Möglichkeit der Selbstdarstellung. Und die anwesenden Besucher aus Leverkusen und weit darüber hinaus haben gerne die verschiedenen nationalen Köstlichkeiten probiert. Der 1988 ins Leben gerufene Europäische Gottesdienst am gleichen Tag um 14 Uhr hier im Spiegelsaal wird inzwischen gestaltet vom Rat der Religionen, der sich wegen dieses Gottesdienstes eigentlich erst gebildet hat. Bei dieser interreligiösen Veranstaltung geht es uns Europäern darum, das friedliche Miteinander von Vertretern der großen Weltregionen in einem gemeinsamen Gottesdienst sichtbar zu machen. Damit wollen wir ein Zeichen gegen die weltweit tobenden Religionskriege setzen. Insbesondere im muslimischen Raum herrscht ja inzwischen
zwischen den beiden führenden Glaubensrichtungen Sunniten und Schiiten ein erbitterter Machtkampf um die Vorherrschaft im Islam, angeführt von den saudischen Sunniten und den persischen Schiiten. Da die Saudis und der Iran reiche Ölstaaten sind und beide keinen Frieden, sondern einen militärischen Sieg ihrer muslimischen Glaubensrichtung anstreben, ist ein Ende der von ihnen angezettelten Stellvertreterkriege wie in Syrien, im Irak, in Palästina, im Jemen und andernorts vorerst nicht zu erwarten. Der Krieg geht wohl weiter. Und angesichts der Grausamkeit dieser Religionskriege, insbesondere gegenüber der Zivilbevölkerung, ist ein Ende der Flüchtlingsprobleme ebenfalls nicht zu erwarten. Das betrifft auch uns Europäer, aber ich bin guter Hoffnung, dass Europa sowohl den Zustrom von Flüchtlingen als auch die Gefahr von Terrorangriffen meistern wird. Gerade der islamische Terror spielt in unserer postfaktischen Zeit, wo Ängste und Emotionen, die häufig wichtiger sind als nüchterne Fakten, eine große Rolle, nicht nur in den Medien, sondern zunehmend auch in der Politik. Die Medien machen Umsatz damit, dass sie Ängste schüren, sowohl echte wie eingebildete. Und da die Politik sich zunehmend diesem Medienspektakel anpassen muss, kann einem Angst und Bange werden. Dagegen wirken sich reale Tatsachen über unsere Todesrisiken beinahe aus. Fakt ist, dass in Deutschland die Gefahr, von einem Blitz erschlagen zu werden, größer ist als die Gefahr, bei einem Terroranschlag ums Leben zu kommen. Diesen Unterschied zwischen populistischen, geschürten Ängsten einerseits und nüchternen Fakten andererseits werden wir auch im Wahljahr 2017 wieder deutlich zu spüren bekommen. Aber wir sollten uns nicht ins Boxhorn jagen lassen. Als Europäer kann ich nur nüchtern und zufrieden feststellen, dass Europa die einzige Region in der Welt ist, in der 28 ganz unterschiedliche Staaten seit 70 Jahren einen dauerhaften Frieden organisiert haben. Bei uns lösen Terror und Glaubenskriege zwar vielfältige Ängste aus, werden aber unsere in Frieden vereinte Völkergemeinschaft nicht ernsthaft gefährden können. Das großartige Friedensprojekt Europa können wir nur selbst gefährden, wenn wir es mit übertriebenen nationalen Egoismen scheitern lassen. Da ist auch kluge Politik gefragt, heute mehr denn je. Denn die einfache Wahrheit lautet, Konflikte schüren kann jeder für sich allein. Aber Frieden und damit Wohlstand kann man nur gemeinsam schaffen. Ich hoffe, dass Europa klug genug ist, diese einfache Botschaft zu begreifen und seinen Frieden, seine Freizügigkeit und seinen Wohlstand dauerhaft zu bewahren. Nicht alle sind so überzeugte Europäer wie wir hier und tun das ihre dazu, dass die Politik weiß, wie wichtig Europa ist. Nun, das war ein kleiner Ausflug in die große Politik, zu der uns Christian Lindner ja sicher gleich noch viel Wichtiges zu sagen hat. Kommen wir zurück zum Jahresbericht 2016. Es gab auch wieder zwei Frühschoppen, die wir gemeinsam mit Gerd Struve, dem Leiter der Volkshochschule, organisiert haben. Am 14. Februar war unser Thema Flüchtlingskrise, Fragezeichen, aus heutiger Sicht eigentlich keine Krise, sondern ein Versagen der staatlichen Organe, insbesondere auf Bundesebene. Das durch ein enormes Engagement ganz vieler ehrenamtlicher Helfer vor Ort, Gott sei Dank, glücklich gemeistert wurde. Da war ich richtig stolz auf so viele tolle Landsleute. Denn der Bund war hoffnungslos überfordert und man hat heute noch den Eindruck, so ganz hatte die Lage immer noch nicht im Griff. Das BAMF, wie es so schön heißt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ist also zwar verstärkt worden, aber noch immer nicht stark genug. Ja, am 6. November ging es dann um die schwierige und immer noch offenen Fragen nach dem Brexit-Votum der Briten. Da riet der Faktenmensch Wolfgang Schäuble beim letzten Brüsseler Gipfel zur Gelassenheit und meinte, darum brauche sich die Politik nicht besonders zu kümmern, das regle schon die Wirtschaft. Ein hoffentlich kluger Satz. Noch liegt kein Austrittsantrag von Großbritannien auf dem Tisch und falls er kommt, wird die echte Volksabstimmung der Briten die nächste Unterhauswahl werden,
die spätestens 2020 stattfinden muss. Das Thema Brexit bleibt also bis dahin spannend. Schließlich kam es am 10. Mai zu der von unserem Vorstandsmitglied Dr. Winfried Wahl organisierten und gut besuchten Veranstaltung Die Wallonie, dein unbekannter Nachbar in der Villa Römer. Wir machten 2016 auch wieder interessante Studienfahrten mit Tagesfahrten zum Europaparlament nach Brüssel, einmal mit den Schülerpreisträgern unseres Europa-Quiz, das von unserer Schulbetreuerin, meiner Stellvertreterin Wilfried Mayer-Engelen, Wilfried, wo steckst du da, bestens betreut wird. Dazu kam wieder ein Schülerwettbewerb auf Landesebene, den wir hier in Leverkusen ausgerichtet haben, mit einer eindrucksvollen Preisverleihung an die Sieger aus dem Rheinland am 20. Mai. In unserer Europaschule Freier vom Stein-Gymnasium, bestens betreut von unserem dortigen Europalehrer in Anführungszeichen, Niklas Stelzmann. Weitere Tagesfahrten führten uns zum Justizpalast des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, zur Europäischen Zentralbank in Frankfurt, zur Einkaufsstadt Maastricht, zur Forschungsstadt Jülich und zum Landtag in Düsseldorf. Die große Studienfahrt ging im Juni, also während der Weißen Nächte, in die nordischen Hauptstädte Vilnius, Riga, Tallinn und Helsinki. Beim einstündigen Gespräch in der deutschen Botschaft in Tallinn wurde uns klar, welch andere Abläufe in einem voll digitalisierten Land ganz normal ablaufen und den Bürgern das Leben mit ihren Behörden erleichtern. Da können wir nicht nur in Leverkusen noch sicher viel lernen. Unser umfangreiches Angebot an Veranstaltungen und Studienfahrten wollen wir auch im nächsten Jahr fortsetzen. Unser Jahresprogramm liegt da vor der Tür aus. Bei unseren großen Studienfahrten im Mai werden wir das Europaparlament in Straßburg besuchen, sowie Colmar mit dem berühmten Grunewald-Altar im Museum Unterlinden. Und auf der Rückfahrt steht ein leckeres Saumagenessen mit Weinprobe in der Pfalz auf dem Programm. Im Juni geht es für eine Woche nach Wien. Mit Zwischenaufenthalt in Passau und Melk ist sicher eine unserer Reisehöhepunkte in diesem Jahr. Und wer mitfahren möchte, ist herzlich eingeladen. Es sind noch gerade 4 oder 5, ich weiß nicht genau, Plätze frei. Das gilt leider nicht für unsere 9-tägige Fahrt im September auf die britischen Kanalinseln. Da besteht aber eine Warteliste. Und die Hoffnung auf weitere Plätze in den angefragten Hotels. Bei unserer vierten Studienfahrt im September wollen wir Slowenien und unsere Leverkusener Partnerstadt Ljubljana besuchen. Auch da sind noch Plätze frei. Die entsprechenden Reiseunterlagen, auch zu den Tagesfahrten, liegen ja alle im Vorraum aus. Die Anmeldungen am Informationstisch, und die können Sie auch jederzeit bei unserem Geschäftsführer Dieter Preuß bekommen, der auch gleichzeitig unser Reisebüroleiter in Anführungszeichen ist. Dieter Preuß hat alles bestens im Griff und lieber Dieter, du bist nicht nur als Reisebüroleiter, sondern auch als Geschäftsführer der Europa-Union wirklich unverzichtbar. Applaus. Auch meinen Europa-Vortrag habe ich ihm vorhin ja öfter gehalten. Die Kurzfassung brauchen wir Europa? Fragezeichen liegt heute ebenfalls aus. Die Schwerpunkte in den anschließenden Diskussionen wechselten, von Eurokrise zur Flüchtlingskrise, aber auch die weitere Entwicklung Europas ist und bleibt ein spannendes Thema. Es wird wahrscheinlich das wichtigste Zukunftsthema für unsere Kinder und Enkel. Glücklicherweise ist Europa trotz aller heiß diskutierten aktuellen Probleme insgesamt sehr erfolgreich. Ich sagte schon, die Europäische Union ist die einzige Region in der Welt, in der 500.000 Menschen in 28 ganz unterschiedlichen Staaten seit 70 Jahren friedlich zusammenleben, in denen Folter, Rechtsprechung ohne Folter und Todesstrafe auskommt und es den meisten Menschen jedes Jahr etwas besser geht. Da bleibt zwar noch viel zu tun, aber Hunger und Elend gibt es in der Europäischen Union nicht mehr. Und Millionen Flüchtlinge riskieren ihr Leben, wagen eine Abstimmung für Europa mit den Füßen, denn Europa ist ihre große Hoffnung. Warum eigentlich auch nicht auch für uns Europäer? Ich glaube, die meisten Mitbürger haben noch gar nicht richtig begriffen, wie gut es ihnen auch dank Europa geht.
Da hat die Europa-Union noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und die Europa-Union Leverkusen heißt alle bekennenden Europäer jederzeit als Mitglied herzlich willkommen, denn Europa braucht uns. Ein kleiner Baustein zum besseren Verständnis Europas soll 2017 ein neuer Gesprächskreis, eine Fragerunde oder ein Stammtisch zum Thema Europa im alten Bürgermeisteramt in Schlebusch werden. Das dortige Vorstandsmitglied Friedel Herwig hat hierzu konstruktive Vorschläge gemacht, die wir in Kürze konkretisieren werden. Außerdem wurde Friedel Färber Mitglied der Europa-Union und ich bitte Sie, ihn heute auch als neuen Beirat zu bestätigen und willkommen zu heißen. Lieber Friedel, wo steckst du? Herzlichen Dank für dein europäisches Engagement. Einen viel größeren Baustein habe ich mit unserem früheren Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn verabredet. Die Frage war, sollten wir nicht unsere Stadt Leverkusen mit dem ehrenvollen Zusatznamen Europastadt Leverkusen aufwerten? Wir waren mal eine Chemie- und eine Sportstadt, aber seit sich Bayern als Steuerzahler und Sportförderer zurückgezogen hat, sind das mehr oder weniger Auslaufmodelle. Von daher möchte ich unsere politischen Entscheidungsträger auffordern, einmal ernsthaft über den ehrenvollen Titel Europastadt Leverkusen nachzudenken. Europa ist unser aller Zukunft und laut Zitat von Hans-Dietrich Genscher haben wir auch keine andere. Das gilt insbesondere für die Stadt Leverkusen, die dank erfolgreicher Europaaktivitäten, große kommunale Europaauszeichnungen sowohl des Europarats in Straßburg wie der Landesregierung von NRW errungen hat. Ich denke, lieber Uwe, die hängen noch bei dir im Oberbürgermeisterzimmer, die Sachen. Muss jetzt nicht. Hängt noch da. Wir haben also eine Ehrenfahne des Europarates und sind europaaktive Kommunen des Landes geworden und haben auch sonst schon etliche Auszeichnungen bekommen. Also wir sind schon als Europastadt wahrgenommen. Als ersten Schritt hat die Europa-Union angeboten, die fünf städtischen, also nicht hoheitlichen Ortseingangsschilder mit der Aufschrift Willkommen in Leverkusen und dann unseren Partnerstädten neu zu gestalten auf unsere Kosten mit der Begrüßungsformel Herzlich Willkommen in der Europastadt Leverkusen. Ich hoffe, diesen ersten Schritt zur Europastadt Leverkusen noch erleben zu können. Wie sagt der Beckenbauer, schauen wir mal. Zurück zum Jahresrückblick 2016. Die erfolgreiche Arbeit unseres Kreisverbandes war vorrangig das Ergebnis eines engagiert arbeitenden großen Vorstandes. Wir haben uns die Arbeitsgebiete aufgeteilt und konnten so die verschiedenen Aktivitäten alle auf ehrenamtlicher Basis erfolgreich beackern. Das heißt, mit ganz wenig Geld ganz viel bewegen. Allen aktiven Vorstandsmitgliedern und Europäern außerhalb des Vorstandes sage ich dafür unseren herzlichen Dank. Natürlich kann die Europa-Union bei allem Engagement diese vielen Aktivitäten nicht alleine schultern. Deshalb gehört es zu den guten Traditionen unseres Kreisverbandes, alle seine Aktivitäten, bis auf die heutige Mitgliederversammlung mit Neujahrsempfang, stets in Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern durchzuführen. Dazu zählen zunächst alle, die mit uns gemeinsam die Leverkusener Städtepartnerschaften pflegen. Da engagiert sich besonders mein Stellvertreter Uwe Bräutigam erfolgreich. Weitere wichtige Partner sind für uns die Stadt Leverkusen, die uns wieder hier ihre gute Stube, den Spiegelsaal, zur Verfügung gestellt hat. Dazu kommt der Integrationsrat mit seinen vielen Vereinen, die Kulturstadt Leverkusen mit Volkshochschule und Musikschule, die Sparkasse und die Volksbank, die EVL und andere städtische Einrichtungen, die politischen Parteien, die Religionsgemeinschaften und noch andere. Ganz wichtig ist für uns natürlich auch die Zusammenarbeit mit Radio Leverkusen und der örtlichen Presse. Abschließend darf ich ganz persönlich feststellen, es macht nicht nur Arbeit für Europa aktiv zu sein, sondern auch viel Freude. Und das schon seit vielen Jahren. Ich persönlich wurde am 27. August 1985 zum Vorsitzenden der Europa-Union Leverkusen gewählt, das ist auch jetzt schon über 30 Jahre. Ich kann Ihnen versichern, der langjährige Einsatz für Europa macht mir auch weiterhin viel Freude
und dass Sie diese Freude mit mir teilen. Dafür danke ich Ihnen. Und je mehr Mitbürger aus ihrer stillen Sympathie für Europa ein offenes Bekenntnis machen und sich für einen gesicherten Frieden, für Toleranz und Völkerverständnis einsetzen und Mitglied der Europa-Union werden, umso mehr beflügelt das unsere Arbeit. Das freut besonders unsere Schatzmeisterin Marlene Plümmer, die nun das Wort hat. Wir Leverkusener Europäer sind in der glücklichen Lage, dass wir finanziell gesund sind. Wir haben ein finanzielles Polster in der Größenordnung von einigen tausend Euro. Damit sind unsere Aktivitäten gut finanzierbar. Und mit 50 Euro Jahresbeitrag für das erste Mitglied und 25 für jeden Familienangehörigen sind unsere Jahresbeiträge wahrlich auch nicht zu hoch. Das sollte uns ein Einsatz für Europa wert sein. Ich wünsche uns jetzt noch eine erfolgreiche Hauptversammlung, einen interessanten Vortrag von Christian Lindner, eine spannende Diskussion mit ihm. Er muss allerdings um 20 vor 9, muss er uns dann schon wieder verlassen, er muss heute Abend noch nach Berlin. Das reichhaltige Buffet wird unser Oberbürgermeister Uwe Richthardt hinterher eröffnet, ist gestaltet von unserem Vorstandsmitglied Olaf Denhöf, in jedem Jahr ganz hervorragend. Und auch unsere Vorstandsmitglieder und ihre Partner haben vieles beigesteuert. Dafür ebenfalls ganz herzlichen Dank. Jetzt wünsche ich zum Schluss uns allen ein gesundes, ein friedliches und ein gesegnetes neues Jahr. Und Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Mitglieder, die Kasse. Den Einnahmen des Jahres 2016 in Höhe von 47.900 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 52.200 Euro gegenüber. Die Bilanz des Geschäftsjahres 2016 weist daher ein Minus in Höhe von 4.300 Euro aus. Wofür haben wir das Geld ausgegeben? Vermehrte Ausgaben hatten wir insbesondere für den Künstlerwettbewerb 2016 in Höhe von 2.700 Euro und unseren anderen Veranstaltungen. Die allgemeinen Ausgaben wie Fahrtkosten, Büromaterial, Vereinsmitteilungen usw. sind gegenüber dem Vorjahr dagegen nicht gestiegen. Konkret starteten wir am 01.01.2016 mit einem Kontostand in Höhe von 9.500 Euro. Per Jahresabschluss 31.12.2016 schlossen unsere Konten mit einem Bestand in Höhe von 12.200 Euro ab. Zum Jahresende waren also demnach 2.660 Euro mehr in der Kasse. Wie kann das sein? Mehr ausgegeben und trotzdem mehr auf dem Konto? Die Mehrausgaben und der höhere Kontostand resultieren aus bereits erhaltenen Anzahlungen für unsere Studienreisen für das laufende Jahr 2017 nach Wien und zu den Kanalinseln in Höhe von knapp 7.000 Euro. Unsere Konten sind daher gut gefüllt, sind zwei Girokonten. Und im neuen Geschäftsjahr gibt es genügend Spielraum für die traditionellen Veranstaltungen wie Europafest, europäische Frühschoppen und andere Veranstaltungen, denen somit finanziell nichts im Wege steht. Das war's. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, liebe Marlene, kurz und prägnant mit sehr guten Zahlen, herzlichen Dank. Jetzt kommt die Frage, gibt es Fragen? Zu meinem Bericht oder zu Marlenes Bericht? Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte ich die Kassenprüfer mitzuteilen, wie gut oder wie schlecht die Kasse geführt war. Herr Spitz, Sie haben das Wort. Mein Name ist Horst Spitz. Ich habe am 5. Januar dieses Jahres mit Herrn Roland Mayl bei Frau Plümmer die Kassenprüfung der Europa-Union Leverkusen gemacht für das Jahr 2016. Hierbei haben wir ja Konten und Belege kontrolliert und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Wir empfehlen deshalb die Entlastung der Schatzmeisterin. Herr Neu, Roland, zeig dich mal, der zweite Kassenprüfer.
Anna und ich haben die Tätigkeit als Kassenprüfer mehr als 10 Jahre ausgeübt und den Vorstand gebeten, für dieses Amt ein neues Team zu benennen. Ich glaube, im Interesse aller Mitglieder zu handeln, werde ich den Vorschlag machen, die Schatzmeisterin und den gesamten Vorstand zu entlassen und Ihnen unseren Dank für Ihre Arbeit im vergangenen Jahr auszusprechen. Wir kommen damit zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Ich sehe keine. Enthaltungen? Der Vorstand? Damit ist der Vorstand entlastet. Vielen Dank. Ja, das hat ja alles wunderbar geklappt. Dann kommen wir jetzt zur Neuwahl von 2 Kassenprüfern. Wir haben im Vorfeld mal gefragt, wer hätte denn Zeit und Lust, einmal im Jahr sich 2 Stunden die Kasse genau anzugucken und alles zu überprüfen. Und da haben wir 2 Kandidaten gefunden, Herrn Dr. Manfred Diesel und Herrn, jetzt muss ich, das stimmt hier nicht. Herr Kümmerler. Darf ich die beiden mal fragen, würden Sie die Wahl annehmen? Manfred? Ja. Herr Kümmerler? Ja. Also das sind die beiden Herrschaften, die jetzt hoffentlich wieder dann für 10 Jahre diesen Job machen. Ich denke mal, der Beifall war schon fast sowas wie eine Wahl, aber ich frage nochmal ganz formell, ist jemand gegen die Wahl von diesen beiden Herren zum neuen Kassenprüfer, der bitte ich um Handzeichen. Enthält sich jemand, dann sei er einstimmig gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Wir ja, kommen jetzt zum nächsten Punkt, Genehmigung von Satzungsänderungen. Wir haben also 2 Satzungsänderungen und die geänderte Satzung ist ja auch allen zugeschickt worden, der Entwurf, und ist ja dann auch in Rot markiert gewesen. Die erste Änderung betrifft das politische Ziel der Europa-Union Leverkusen. Und da hieß es bisher, das gemeinsame Ziel ist die Schaffung eines europäischen Bundesstaates, das hat die Europa-Union Deutschland so beschlossen. Unser Leverkusener lokales Ziel ist der ehrenvolle Titel Europastadt Leverkusen. Das wollen wir jetzt neu mit hineinsetzen. Wir hatten vorher auch bitte von Buchholm auch noch die Sportstadt mit drin, aber Buchholm ist nicht mehr da und wir haben dann also entschieden, wir wollen noch einen uns für die Europastadt Leverkusen einsetzen. Das ist der erste Punkt dieser Satzungsänderung. Und der zweite Punkt ist, dass wir das Vereinsmitglied definiert haben. Zum Vereinsmitglied gehört auch der Rheinisch-Bergische Kreis. Das ist eine de facto Feststellung. Ich kann mich noch erinnern, als Herbert Reul, unser Europaabgeordneter, mich anrief und sagte, ich habe mein Wahlkreisbüro in Bergisch Gladbach und wollte dort Mitglied der Europa-Union werden, aber da gibt es ja gar keinen. Dann sagt ihr ja. Ja, sage ich, wir vertreten Leverkusen und den Rheinisch-Bergischen Kreis. Und das eigentlich, seit ich hier aktiv bin, war das immer so. Und wir wollen es jetzt auch nicht nur wegen Christian Lindner in die Satzung aufnehmen. Das sind die beiden Änderungen. Und dann kommt dazu der Zusatz, diese Satzung wurde am 10.01.2017 geändert. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen oder Kritik? Wenn das nicht der Fall ist, dann stelle ich das zur Abstimmung. Also ich wiederhole, das erste ist die Abstimmung über die Europastadt Leverkusen. Und das zweite ist, dass der Rheinisch-Bergische Kreis mit zum Kreisgebiet, zum Vereinsgebiet gehört. Wer ist für diese Satzungsänderung? Den bitte ich um ein Handzeichen. Eine große Mehrheit. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das ist auch niemand. Dann danke ich Ihnen für dieses einstimmige Votum. Wunderbar. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt,
die Bestätigung von neuen und Verabschiedung von bisherigen Beiratsmitgliedern. Wir haben ja, ich würde sagen, Dieter, du waltest mal deines Amtes, zeigst mal. Der Beirat ist ja ein Verein, ein Verband oder nicht ein Gremium, das nie sagt, sondern ein Unterstützungsgremium, das die Ziele der Europa-Union unterstützt. Und alle diese Beiratsmitglieder wissen, dass ich hin und wieder mal anrufe oder mal einen Tipp erbitte oder mal der Sparkasse, kommt auch schon mal eine Spendenbitte dazu und so etwas. Und wir haben also aus dem Beirat 2016 haben sich drei Mitglieder verabschiedet. Das ist einmal unser ehemaliger Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn, der meines Wissens auch schon nicht mehr in Leverkusen lebt. Oder ist er schon in Bonn? In Bremen? Er hat mir also nicht zugesagt, dass er heute noch kommen würde. Dann der langjährige Sparkassenchef, Herr Manfred Herpotzheimer, chinesischer Professor. Sagen wir gerne Herr Professor zu Ihnen, dann haben wir beide unseren Spaß. Und dann Herr Wolfram Kuschke, der ehemalige Europaminister von Nordrhein-Westfalen und langjährige Landesvorsitzende der Europa-Union NRW. Der Herr Herpotzheimer ist hier und ihn wollen wir jetzt würdevoll verabschieden und zwar mit einem Abschiedsgeschenk, was er sich selber aussuchen darf. Liebe Ellen, erzähl doch mal was von deinem schönen Babelplatz. Also da habe ich jetzt nicht gesehen, was ich erzählen soll. Aber die Babelplatten sind ein Wort zum Beispiel der Frieden oder Liebe oder Mensch oder Gott in mindestens 100 Sprachen der Welt, die gesammelt wurden in einer Aktion, die tatsächlich mit Leuten geschehen ist. Also es ist nicht im Wörterbuch gesucht worden, sondern ich habe mit Leuten in der ganzen Welt Kontakt aufgenommen, die dann ihre Übersetzung geschickt haben. Und die Grafik davon, die Originale sind 1 Meter mal 1 Meter groß und die Grafik davon ist das kleine Geschenk der Europa-Union heute an Ihre Herren. Danke dir. Danke. Ja, natürlich möchte der eine lieber das Thema Mensch, der andere das Thema Frieden, der andere das Thema Liebe. Also Herr Potzheimer, Sie haben sozusagen die freie Auswahl. Können Sie, oder kannst du ihm einmal... Komm, das machen wir gemeinsam. Beiratsmitgliedern geht es um Partner, die wir in diesem Jahr neu, letztes Jahr neu gewonnen haben, um die Arbeit der Leverkusener Europa-Union mit abzurunden. Und da ist zunächst mal Herr Reinhold Braun, neues Mitglied und neuer Beirat geworden. Reinhold, geschenkt er. Er ist Vorsitzender des Bergischen Geschichtsvereins und wird im März bei unserer 70-Jahr-Feier den Hauptvortrag aus historischer Sicht halten. Und wie ich so zwischen den Zeilen gehört habe, kann es sein, dass wir ein falsches Jubiläum feiern, dass wir möglicherweise schon 46 gegründet wurden. Dann müssen wir also das 75-Jährige, was das Hauptjubiläum ist, schon in 4 Jahren feiern. Ja, das werden wir dann im März genau aus berufenem Munde hören. Lieber Braun, was ist denn Ihr Wunsch? Das Thema Mensch. Und herzlichen Dank für die Bereitschaft, für uns zu arbeiten. Da die Europa-Union ist ja im Grunde ein schlimmer Verein, weil wir kein Geld zahlen, müssen alle arbeiten und keiner kriegt Geld dafür. Alles ehrenamtlich.
Dann haben wir Herrn Markus Grave, der heute wohl nicht kam, von der Sparkasse Leverkusen, und Herrn Rainer Schwarz, den Nachfolger von Herrn Herpolzheimer, auch von der Sparkasse Leverkusen. Lieber Herr Rainer Schwarz, ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit der Sparkasse ist ja schon über Generationen gewachsen und ich war doch sehr angenehm überrascht, als ich von dem früheren Sparkassenchef Klaus Wolf zu seinem 80. Geburtstag Kölner Radrennbahn eingeladen wurde und wir da schön gefeiert haben. Also das ist eine alte, gute Verbindung Europa-Union und Sparkasse. Haben Sie einen speziellen Wunsch? Ich will Mensch. Mensch. Sehr gut. Herr Mensch. So, als weiteres neues Beiratsmitglied wollten wir heute Herrn Friedel Herwig aufnehmen, den ehemaligen Chef, da kommt unser heutiger Chef, Herr Lindner, herzlich willkommen in unserem Bürgermeister. Ja, Friedel Herwig, was möchtest du denn gerne für ein Begrüßungsgeschenk? Komm mal vor, guck dir mal in Ruhe an. Friedel Herwig war langjähriger Chef der Caritas in Schlebusch und er ist jetzt im Vorstand zuständig für den Betrieb des alten Bürgermeisteramtes. Und wir haben mit seiner Anregung uns vorgenommen, dort einen Gesprächskreis Europa im Jahre 2017 einzurichten. Und da brauchen wir ihn ganz dringend und deswegen ist er auch gleich Beirat geworden. Lieber Friede, was möchtest du denn gerne? Dann haben wir Peter Wahl, den neuen Landesvorsitzenden der Europa-Union NRW. Lieber Peter, auch du hast die freie Auswahl, was noch da ist. Haben wir noch Herrn Uwe Winkler, das ist der Kleine da, bei Metermann. Er ist Vorsitzender des Schachvereins Fideler Bauer, mit dem wir jedes Jahr ein Integrationsschnellschachturnier durchführen in der Villa Wuppermann. Und das soll auch eine Dauerveranstaltung werden. Und deswegen ist er Mitglied bei uns geworden und kommt auch heute in die Frage. Herzlichen Dank für die kommende und schon funktionierende Zusammenarbeit. Dankeschön. Und last but not least, da muss ich mich ein bisschen entschuldigen, weil ich vorhin despektierlich über Bayer gesprochen habe. Wir haben ja auch ein ehemaliges Bayerwerk, was heute ein Camppark ist. Und der Repräsentant ist der Christian Zöller, der den Camppunkt in Wiesdorf leitet. Und er ist auch Mitglied bei uns geworden und wir wollen die Zusammenarbeit verstärken und deswegen wird er Beirat. Und darf ich dir auch einen Frieden überreichen?
So, das war von der Tagesordnung her, was ich abzuarbeiten hatte. Man hatte mir gesagt, Herr Christian Lindner kommt um 7:45. Er ist überpünktlich und deswegen kann er gleich loslegen. Soll ich, oder wollen Sie sich selbst mit ein paar Worten vorstellen? Aber ich glaube, jeder kennt Sie. Und Sie haben das Wort. Also, schönen guten Tag. Herr Dr. Mayer, verehrte Damen, meine Herren, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Herzlichen Dank auch für Ihre Flexibilität. Es hat einen ganz einfachen Grund. Morgen bin ich einer der Redner bei einer Veranstaltung, in deren Rahmen der Vizekanzler Gabriel spricht, Frau Bundeskanzlerin, Herr Oettinger und eben ich. Ich war vorgesehen für irgendwann mittags und dann hat die Frau Bundeskanzlerin entschieden, ich war vorgesehen für mittags, Kanzlerin morgens, Kanzlerin hat entschieden, sie will länger schlafen und erst mittags kommen, also muss ich jetzt morgens hin, sprich ich muss den letzten Flieger nach Berlin heute noch bekommen. Und vielen Dank, dass Sie das ermöglicht haben. Gerne. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr, Gesundheit, Glück. Und ich wünsche uns allen, dass dieses Jahr 2017 einen anderen politischen und weltpolitischen Charakter haben möge als das zu Ende gegangene Jahr 2016. Unsicherheiten hat es immer gegeben. Aber das Jahr 2016 markiert doch in vielerlei Hinsicht Zäsuren. Ich denke an die Entscheidung der Briten, die Europäische Union verlassen zu wollen. Ich denke an das Zivilisationsversagen in Aleppo. Ich denke an die jetzt doch mit Händen zu greifende neue Machtstrategie von Wladimir Putin. Und ich denke an die Entscheidung der Vereinigten Staaten, Donald Trump zum Präsidenten zu machen. Unsicherheiten hat es immer gegeben, aber das Jahr 2016 hat die noch einmal potenziert. Man wird an dieses Jahr zurückdenken, so glaube ich, prognostizieren zu müssen. Wir sind doch inzwischen auch gar nicht mehr sicher, ob die liberalen Werte des Westens, ich meine das nicht im parteipolitischen, sondern im ideengeschichtlichen Sinne, ob diese Werte eigentlich noch eine Gewissheit darstellen können. Also Aufklärung und Vernunft, die Herrschaft des Rechts, Bewegungsfreiheit von Menschen, Ideen und Waren. Was wir so als Selbstverständlichkeit begriffen haben, das ist es doch in Wahrheit gar nicht mehr. Wir brauchen ja nur an die Südostflanke von EU und NATO in die Türkei zu schauen, wo Herr Erdogan dabei ist, aus einem demokratischen System eine islamistische Präsidialdiktatur zu machen. Auch innerhalb Europas haben wir Sorgen mit dem Blick nach Polen oder nach Ungarn, die heute mit den getroffenen politischen Entscheidungen der letzten Monate und wenigen Jahren doch den Kopenhagener Kriterien für einen Beitritt der Europäischen Union doch mindestens nicht mehr vollständig entsprechen würden. Einschränkung der Verfassungsgerichtsbarkeit, die Diskussion über die öffentliche Meinung und die Medienfreiheit in Polen allein nur in den letzten Wochen einmal genommen. Das alles darf kein Grund zur Resignation sein. Das darf kein Grund zur Resignation sein. Natürlich gibt es große Anforderungen, große Herausforderungen, aber ich glaube, wir müssen sie nicht fürchten, sondern was wir fürchten müssen, ist eigentlich nur die Ängstlichkeit vor diesen Herausforderungen. Es ist kein unabwendbares Schicksal, dass das alles diesen Weg geht, sondern wir können gestalten. Es liegt an uns, welchen Weg Deutschland, welchen Weg Europa, welchen Weg die Welt geht. In Großbritannien sind viele junge Menschen bei der Abstimmung über das Ausscheiden aus der Europäischen Union nicht an die Wahlurne gegangen. Und am nächsten Tag haben sie gesehen, vor welchem Scherbenhaufen ihr Land nun steht. Und haben beklagt, warum bin ich nicht mitgegangen. Also muss auch die Mitte, müssen Jüngere ihre Indifferenz überwinden und für das scheinbar selbstverständlich Geglaubte wieder neu kämpfen. Es gibt auch eine Verantwortung der politischen Eliten. Abstand zu nehmen, bestimmte Ressentiments, zum Beispiel gegen Europa, zu nutzen, um daraus parteipolitisches Kapital zu schlagen. Herr Cameron beispielsweise
hat auch mit den falschen Argumenten und mit Lügen die Menschen auf die Palme getrieben. Und mit den richtigen Argumenten hat er sie dann nicht mehr runterholen können. Aber es gibt auch eine Verantwortung also, nicht nur der Bürgerinnen und Bürger, die zur Wahl gehen, sondern auch der politischen Eliten, die Leadership anstreben, nicht gegenwärtige Ressentiments zu nutzen, um kurzfristige Gewinne zu erzielen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich manche Kritik an Europa auch eigentlich schon fast körperlich nicht mehr ertrage. Zum Beispiel Glühbirnenverbot. Fortwährend hört man Glühbirnenverbot. Wir haben jetzt seit Jahrzehnten in der längsten Periode, zeitlichen Periode unseres Kontinents Frieden. Wenn das Glühbirnenverbot der Preis für jahrzehntelangen Frieden war, dann bitteschön. Wenn die Kritik daran, wenn das der Preis war für eine so lange Friedensperiode, das hätte sich doch längst gelohnt. Wie sind denn vor 100 Jahren junge Männer, ich hätte jetzt fast junge Männer gesagt, das stimmt gar nicht mehr so richtig, also wie Männer, ja, vor 100 Jahren, was hatten die für ein Leben? Wir haben in Europa natürlich Interessenkonflikte, ich gehe gleich auf ein paar ein, auch Wertauseinandersetzungen, sage ich auch gleich ein paar. Aber wie sind die vor 100 Jahren ausgetragen worden? Auf dem Schlachtfeld, weil meine Generation vor 100 Jahren, die auf den Schlachtfeldern verblutet sind, verstümmelt nach Hause gekommen sind, die Interessengegensätze, die wir heute in Europa haben, die werden nicht mehr auf Schlachtfeldern ausgetragen, sondern im Sitzungssaal. Was ein zivilisatorischer Fortschritt. Das Europa, das wir heute haben, ist doch das Beste, das es jemals auf diesem Kontinent als politische Form gegeben hat. Also was sollte man daran grundsätzlich verändern wollen? Die Welt ist in einer Umbruchssituation. Der voraussichtliche Bundespräsident Steinmeier spricht davon, die Welt sei aus den Fugen. Und das hat alles verändert. Ich habe gerade ein paar Andeutungen gemacht. Gewichte der Weltwirtschaft verschieben sich in den pazifischen Raum. Ein möglicherweise isolationistisches eine isolationistisch arbeitende Administration in den Vereinigten Staaten, Unsicherheit im Nahen Mittleren Osten, in Nordafrika, in der Türkei. Ja, und in der Situation empfehlen uns manche, wir sollen die Europäische Union abwickeln, sollen uns also alleine diesen Herausforderungen stellen. Das kann auch nicht der richtige Ratschlag sein. Wo alles komplizierter wird, die Gewichte sich verändern, sollen wir kleiner denken, national denken, und möglicherweise wieder Rivalitäten in Europa zwischen Deutschland und Frankreich über den gemeinsamen Weg veranstalten. Das kann nicht der richtige Weg sein. Die Aufgabe, vor der wir stehen, ist, Europa besser zu machen und wieder Vertrauen in den Einigungsprozess und dieses großartige Projekt zu wecken. Und ich habe mir überlegt, dass ich Ihnen dazu vielleicht drei Gedanken vortrage, was aus meiner Sicht zu tun ist, um Europa besser zu machen und wieder Vertrauen für das europäische Projekt zu gewinnen. Selbstverständlich ist das nur meine Sichtweise. Und wir werden in Deutschland eine Diskussion darüber führen müssen, was der richtige Weg ist, den Deutschland für Europa empfiehlt, aber diese Debatte muss eben geführt werden. Mein erster Punkt ist die Verantwortung derjenigen, die sich in der Öffentlichkeit bewegen und über Europa sprechen. Und das ist weit mehr nur als das Glühbirnenverbot, über das man spricht, sondern es ist generell die Aufgabenstellung, die man an Europa heranträgt. Ich höre sehr oft die Klagen über die Jugendarbeitslosigkeit in Südosteuropa. Und selbstverständlich besorgt uns das, wenn junge Menschen keine Entwicklungsperspektive haben. Und dann wird oft gesagt, naja, Europa müsse tätig werden, damit die Jugendarbeitslosigkeit beseitigt wird, zum Beispiel in Spanien, Portugal und Griechenland. Hören Sie oft. Daran sollte man sich Europa messen. Im letzten Europawahlkampf war das ein großes Thema. In den Debatten des Europäischen Parlaments hört man das. Ist es aber tatsächlich eine Aufgabe von Europa, Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, Portugal und Griechenland zu bekämpfen? Hat Europa nach den Verträgen
dafür überhaupt die Kompetenz und die Möglichkeit? Ist es denn Europa gewesen, das jungen Menschen in Italien die eigene Zukunft in Frage gestellt hat? Frau Merkel mit der Politik der Austerität hat die jungen Menschen Zukunft in Europa genommen? Ich glaube das nicht. Schwierige Situation der jungen Generation, zum Beispiel in Italien. Die hat doch nichts mit Frau Merkel zu tun. Die hat doch etwas zu tun mit den Berlusconis, die über Jahre und Jahrzehnte notwendige Reformen verschleppt haben und deshalb die Zukunft ihrer jungen Generation gefährdet haben. Denn wesentliche Fragen wie die Arbeitsmarktpolitik sind ja in der Hand des einzelnen EU-Mitgliedstaats, ohne dass die europäische Ebene, die Kommission oder andere Mitgliedstaaten darauf Einfluss hätten. Wir in Deutschland haben zu Beginn des letzten Jahrzehnts unsere spezifischen Probleme ja auch ohne Europa gelöst, sondern dadurch, dass wir unser duales Ausbildungssystem modernisiert haben, die Arbeitsmärkte flexibilisiert haben, also ein Modernisierungsprogramm eingeleitet haben, das unter dem Namen Agenda 2010 verfolgt worden ist. Übrigens nebenbei gesagt, dessen Früchte wir auch heute noch ernten, weil seit 2005 im Grunde nur die damaligen Fortschritte genutzt, aber nicht mehr neue gestiftet worden sind. Das hört sich fast an wie ein SPD-Politiker. Ist nicht schlimm, sagen wir. Ja, wobei die SPD ist mit der Agenda 2010 ja auch nicht mehr so komplett parat. Herr im Grunde bin ich der letzte Verteidiger von Gerhard Schröder, der letzte übrig gebliebene Verteidiger der aktiven Politik von Schröder. Spaß beiseite. Also die haben es ja gelöst. Wer also, das ist mein erster Punkt, wer Europa dauerhaft für Dinge verantwortlich macht, die eigentlich in der nationalen Verantwortung stehen, der produziert am laufenden Band Enttäuschungen. Der produziert am laufenden Band Enttäuschungen und in Wahrheit soll dann ja vom Versagen der nationalen Politik abgelenkt werden. Man zeigt mit dem Finger nach Brüssel, obwohl die Verantwortung eigentlich in Berlin, in Paris, Madrid oder Rom liegt. Und das muss enden. Die Überforderung der europäischen Ebene mit Themen, für die sie keine Aufgaben hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Abgabe von Verantwortung nach Brüssel, wo eigentlich eine Regierung selbst Verantwortung übernehmen müsste. Es gibt aber spezifisch, mein zweiter Punkt, spezifisch europäische Aufgaben, an denen zu arbeiten ist, die auch nur gelöst werden können, indem wir europäisch gemeinsam denken. Das Erste, was mir einfällt, nein, nicht das Erste. Das Erste, was mir einfällt, nenne ich mal zuletzt. Das Wichtigste nenne ich. Das Zweite, was mir einfällt, das ist die Schaffung eines digitalen Binnenmarkts in Europa. Als Projekt der digitalen Emanzipation von den Vereinigten Staaten. Als Garant für neues Wachstum in Zukunftstechnologien und bei Zukunftsdienstleistungen, als Möglichkeit, unser europäisches Verständnis von Privatheit, von Privatsphäre zu verteidigen gegen ein anderes Verständnis in den Vereinigten Staaten und als Möglichkeit, dem Digitalisierungsprozess Regeln zu geben. Denn auch dort entstehen mächtige Unternehmen, die sich der nationalen Gesetzgebung längst entzogen haben. Die also in Irland ihren Sitz haben, damit das dortige Datenschutzrecht gilt, damit sie nicht den deutschen Regeln unterworfen sind. Da tut sich jetzt gerade etwas, Datenschutzgrundverordnung. Oder die in Irland ihren Sitz haben, damit sie bei uns keine Steuern zahlen müssen. Eine Verrücktheit, dass man bei uns über die Wiedereinführung der Vermögensteuer nachdenkt oder einen Spitzensteuersatz oder sonst was, während auf der anderen Seite die Apples, Googles, Starbucks, Amazons und Ikeas unsere Straßen benutzen, Milliardengewinne erzielen und keinen Cent zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Das kann man aber nur europäisch lösen. Höchstens europäisch, vielleicht sogar eine G20-Frage, aber mindestens europäisch kann man das Thema angehen. Ich sage Ihnen ganz offen, ich bin stolz auf Frau Vestager, die liberale Wettbewerbskommissarin, die endlich im Fall Apple das einmal zu einem Thema der Politik gemacht hat. Über das europäische Wettbewerbsrecht gesagt hat, ihr habt 13 Milliarden Euro Rabatt von Irland bekommen.
hätte eigentlich Steuern zahlen müssen. Das ist ein erster Schritt, hier einmal Regeln in diese Frage zu bekommen. Also digitaler Binnenmarkt, das ist ein europäisches Projekt. Ein Energiebinnenmarkt, das wäre auch ein europäisches Projekt. Alleine wegen des Naturraums und der physikalischen Gegebenheiten wäre das ein europäisches Projekt. Es wäre ein ganz anderer, viel klügerer Energiemix. Also Wasserkraft aus den Alpen, aus dem Norden, Photovoltaik im Süden. Wir haben bei uns in unserem Breitengraden hocheffiziente konventionelle Energieerzeugung. Also das könnte europäisch, sowohl unter ökologischer als auch ökonomischer Betrachtungsweise, ein Erfolgsmodell sein. Das ist sehr fürsorglich von Ihnen, Dankeschön. Wo Sie über Wasserkraft gehört haben. Sorgt mal dafür, dass das hier auch in der Versorgung gelingt. Das könnte ein Projekt sein. Die Europäische Kommission hat übrigens vor 2 Jahren eine Studie vorgelegt. Gäbe es einen europäischen Energiebinnenmarkt, alleine durch die Belebung des Wettbewerbs, könnten die europäischen Stromverbraucher 14 Milliarden Euro an Strom, an Energiekosten einsparen. Vor 2 Jahren. Und natürlich die zum Teil übermäßigen Renditen der Energieerzeugungsunternehmen durch mehr Wettbewerb reduzieren. Also, Energiebinnenmarkt, das ist ein natürlich ein großes europäisches Thema. Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Selbstverständlich muss das ein Thema sein. Wir haben doch mit Blick auf die Türkei, auf die Migration aus Afrika, gemeinsame europäische Interessen teilen auch die gleichen humanitären Werte. Cum grano salis. Also brauchen wir doch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Gerade wenn die Vereinigten Staaten sich, ich gehe am Schluss nochmal kurz drauf ein, von der Weltbühne zurückziehen sollten, ja, dann müssen wir als Europäer doch wieder eigene Handlungsfähigkeit entwickeln. Unsere eigenen Interessen gemeinsam definieren und in der Welt vertreten. Wir geben ja als Europäer enorme Summen aus für unsere Verteidigung. Aber jedes EU-Mitglied eben auch allein für sich. An Doppelstrukturen. Nicht nur an den deutschen Tornados ist eine Schraube locker, sondern auch darüber hinaus stimmen unsere Befähigungen nicht mehr. Soll jetzt jedes europäische Land selbst alle Fähigkeiten bereithalten? Das ist ökonomisch und übrigens auch sicherheitspolitisch Unsinn. Ja, ich weiß, wie Sie vermutlich darüber denken und ich würde es mir auch wünschen. Ich rede jetzt gerade nicht für eine europäische Armee, weil das ein Tigersprung ist, bei dem man schnell als Wettverleger landet. Das halte ich auf mittlere Sicht, will ja hier heute realistisch zu Ihnen sprechen, das halte ich auf mittlere Sicht für nicht erreichbar. Alleine schon, dass wir eine Parlamentsarmee haben und bei anderen Regierungen entscheiden, möglicherweise auch alte koloniale Interessen zu verteidigen haben, über die wir nicht verfügen, das zeigt schon, gibt es zu viele Spannungen. Aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht dennoch viel intensiver zusammenarbeiten könnte. Dass man gemeinsame Strukturen schafft nach dem Vorbild des deutsch-niederländischen Korps beispielsweise. Warum sollen alle europäischen Luftwaffen ein eigenes Luftbetankungskommando haben? Viel klüger wäre es doch, ein gemeinsames europäisches zu schaffen, von dem dann alle gemeinsam auch profitieren können. Warum haben wir keine europäische Rüstungsindustrie oder mehrere europäische Rüstungsindustrien, damit dort kein Staat im Staat erwächst. Also gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, das wäre ein Thema. Und jetzt kommt das, was ich eben als Erstes sagen wollte, aber jetzt als Wichtigstes an den Schluss setze. Wir brauchen natürlich eine gemeinsam getragene europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik. Mit die wichtigste Aufgabe. Gegenwärtig mit am schwersten zu verwirklichen. Weil es da eben doch dann unterschiedliche Betrachtungsweisen in den europäischen Gesellschaften gibt. Ich will nur 2 Punkte vielleicht in dem Zusammenhang sagen. Ich rede gerade über Felder, wo wir mehr Europa brauchen und in Wahrheit müssen wir ja in diesen Tagen fürchten, dass nicht zentrale Errungenschaften verloren gehen, wie etwa der Vertrag von Schengen, also die Freizügigkeit in Europa. Dublin und Schengen gehören aber zusammen. Also die Regeln für die Verteilung von Flüchtlingen
die Entscheidung darüber, wer Asyl in Europa erhält oder humanitären Schutz, der hängt ja unmittelbar zusammen mit dem Verzicht auf Schlagbäume innerhalb Europas. Dublin ist ein unvollkommenes System gewesen. Es ist entstanden zu einer Zeit, wie Sie wissen, als Deutschland eine europäische Außengrenze hat. Das haben wir nicht. Das war ein unvollkommenes System. Und auch nachvollziehbar in einer humanitär zugespitzten Situation wie der des 4. September 2015, dass man sagt, nein, kommen also Ungarn über Österreich nach Deutschland flüchten. Aber dass man auf Dauer, Bundeskanzlerin entschieden hat, auf Dauer auf die Dublin-Regel zu verzichten, also gar keine Regeln statt unvollkommener Regeln zu haben, das halte ich für einen Fehler. Das hat uns auch die Möglichkeit genommen, gegenüber unseren Partnern in der Europäischen Union stärker und entschiedener darauf zu drängen, dass wir einen neuen gemeinsamen europäischen Mechanismus brauchen. Es war ein Fehler, dass Frau Merkel diese Entscheidung getroffen hat, ohne nicht zumindest in Paris anzurufen. Mindestens die Franzosen hätten das mit unterstützen müssen, ja, mach die Grenze auf, gebe Dublin auf. Mindestens, die hätten informiert werden müssen, weil man kennt ja diese besondere französische Mentalität. Da gibt es auch möglicherweise dann auch das Gefühl, jetzt muss man mal eine Zeit eingeschnappt sein, wenn die uns nicht fragen. Es war eine große Illusion zu glauben, dass dann am 6. September nach der Öffnung der Grenzen und der Aufhebung der Dublin-Vereinbarung in Europa ganz schnell eine gemeinsame Lösung gefunden worden wäre. Wir haben sie in Wahrheit ja bis heute. Mit dem Ergebnis, dass jetzt auch der Vertrag von Schengen in Frage gestellt wird. Was also tun? Priorität haben muss der Schutz der europäischen Außengrenzen. Nicht um Europa abzuschotten. Ich glaube, dass wir eine humanitäre Verantwortung haben und die alternden europäischen Gesellschaften. Sie haben auch ein Interesse an qualifizierter Zuwanderung, die wir uns allerdings dann aussuchen, der dauerhaft bei uns bleibt. Aber eben um Rechtsstaatlichkeit zurückzugewinnen und um Ordnung herzustellen, wird man die Außengrenze schützen müssen, zu Lande und zu See. Das ist der einzige Weg, um die Rückkehr der Schlagbäume zwischen Deutschland und Belgien, Deutschland und Frankreich zu verhindern. Das ist der Schutz der europäischen Außengrenze. Das ist eine Aufgabe für Europa. Gegenwärtig gibt es eine kleine Agentur Frontex, wie Sie als informierte Freunde des Vereinten Europas wissen. Aber es ist eine Agentur, die kann nur auf Anforderungen tätig werden, die hat keine Befugnisse, noch schlecht personell ausgestattet. Es müsste eine echte Behörde werden, ausgestattet mit hoheitlichen Befugnissen, die aus eigener Initiative dort, wo Not an der Frau und dem Mann ist, tätig werden kann. Materiell gut ausgestattet. Personell gut ausgestattet. Nicht mit 2.000, sondern eher mit 15.000 Kräften. Und jetzt übernehme ich einen Vorschlag meines Parteifreundes, des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Ja, es gibt Liberale über 5% in Europa. Kleines Land, in kleinen Ländern große Liberale. Rutte sagt, vergesst es mit den Visegrad-Staaten, also Polen, Tschechien, Ungarn, dass die in größerem Umfang Flüchtlinge aufnehmen. Die werden es nicht tun. Die werden es nicht wollen. Weil die jetzt über Jahrzehnte geschlossene Gesellschaften waren und keine Erfahrung mit Migration hatten. Anders als wir, schon vor Gastarbeiter. Große Lebensbügel überhaupt, das Wort zu verwenden, als wenn die wieder gehen würden. Aber wir haben Erfahrung damit, andere auch, Niederlande. Nicht nur gute Erfahrungen, nicht gelungene Integrationsgeschichten gibt es genauso wie gelungene, wie ich weiß. Jetzt nicht der Punkt. Aber er sagt, wir haben gar keine Erfahrung, die werden das nicht machen, die bleiben zunächst einmal geschlossene Gesellschaften. Wir in Westeuropa, wir können es eher aufnehmen, Nordeuropa. Und warum so sein Vorschlag? Jetzt würde man, ich glaube, in der aktuellen politischen Weltlage von einem Deal sprechen, nach der Wahl von Herrn Brandt. Warum machen wir nicht einen Deal? Wir westeuropäischen Staaten, wir übernehmen höhere Quoten an Flüchtlingen in unseren Gesellschaften, die auf Zeit bleiben. Und deren Perspektive ist dann die Rückkehr in die Heimat, wenn der einst dort Stabilität wiederhergestellt ist. Das geht übrigens, ich höre da so leise Worte, das geht übrigens, das ist die, meine Sie, das ist die europäische Einwanderungsrichtlinie. Die sieht nämlich genau das vor. Die europäische Einwanderungsrichtlinie sieht nur vorübergehenden humanitären Schutz vor.
Ich verstehe bis heute nicht, warum sie in unserem Land nicht angewendet wird und nationales Recht übertragen wird. Das wäre ohne weiteres möglich. Jetzt hat Herr de Maizière, ne, in der letzten Zeit das mal so vorgeschlagen, in einem jüngsten Papier. Man hätte es schon seit Jahren tun können. Das ist im europäischen Recht vorgesehen. Also Aufnahme auf Zeit in den westeuropäischen Ländern und etwa die Visegrad-Staaten sind dann gebeten, eingeladen, gefordert, einen größeren Personalanteil zu stellen an eben einer europäischen Grenzschutzbehörde. Und wissen Sie was, die wären sogar dazu bereit. Denn während wir Probleme haben, unseren Nachwuchs, die geschaffenen Stellen bei unseren Sicherheitsbehörden zu besetzen, gibt es dort junge Frauen und junge Männer, die an Sicherheitsberufen Interesse hätten, aber eben anders als bei uns nicht die hinreichende Zahl von Stellen. Das wäre also ein sinnvolles Instrument und ich meine, es wäre hohe Zeit, das umzusetzen. Denn wenn es eine vornehmende Aufgabe des Staates gibt, dann seine Grenze zu kontrollieren, und da wir nicht mehr in nationalstaatlichen Kategorien denken wollen, ist es eine Aufgabe des Europäischen Staatenverbundes, seine Außengrenze zu schützen, zu kontrollieren, damit wir auf Grenzziehungen innerhalb Europas auch auf Dauer weiter verzichten können. Und damit bin ich beim dritten, letzten Punkt, wo Europa besser werden muss. Mein Diskussionsbeitrag zu dem, was in Deutschland diskutiert wird, ich muss Ihnen das sagen, weil ich das im Deutschen Bundestag nicht vortragen kann. Auch dort stünde ich möglicherweise auf einem ziemlich verlorenen Posten mit dieser Meinung, zumindest wenn ich die geschätzten Kolleginnen und Kollegen sehe. Und das betrifft die Frage der Achtung vor Regeln, die Europa sich selbst gegeben hat. Die Europäer sind groß darin, dass als richtig erkannte und als Regel festgelegte immer wieder selbst zu brechen. Wenn aber die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck gewinnen, wehe, die Parkuhr ist abgelaufen, wehe, die Steuererklärung wird zu spät abgegeben, wehe, wie ich jetzt neulich erfahren habe, wehe, du baust auf Sylt eine Sandburg, verboten wegen Stolpergefahr, kein Scherz, wehe, 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 dann gibt es eine Sanktion des Rechtsstaats. Aber wenn auf europäischer Ebene Regeln gebrochen werden, werden die Regeln geändert. Das heißt, zwischen den europäischen Staaten herrscht keine Rechtsstaatlichkeit und keine Berechenbarkeit vor, weil Regeln immer wieder neu nach Bestimmungen verhandelt werden. Und das halte ich für ein Problem. Ich muss sagen, Mentalitätsunterschied innerhalb Europas, wenn ich das so sagen darf. Denn wir in Nordeuropa kommen eher von der Herrschaft des Rechts, also dass auch demokratische Mehrheiten nicht ohne weiteres Regeln ändern können. Seit der Magna Carta in Großbritannien, französische Revolution, deutsche Verfassungsgeschichte letztlich seit der Aufklärung und noch davor sogar. Während man in Südeuropa doch eher demokratisch denkt, in dem Sinne, dass auch einmal gefundene Regeln einfach, wenn es eine neue Mehrheit gibt, verändert werden. Bei uns nicht möglich. Unser Grundgesetz beispielsweise kennt ja sogar eine Ewigkeitsgarantie für bestimmte Regeln, die auch nicht mal mit zwei Drittel Mehrheit zu verändern sind. Das sind schon Mentalitätsunterschiede, die wir haben. Und die zeigen sich jetzt in unterschiedlichen Stellen. Ich will nur einen Problemkreis hervorheben, weil ich seinetwegen besonders in Sorge bin, und das ist unsere Währungsunion. Meine ganz große Sorge ist, dass in diesem Jahr 2017 die Euro-Krise mit aller Brutalität zurückkommen wird. Mit aller Brutalität. Wir haben eine Zinswende in den Vereinigten Staaten, 3 Zinsschritte sind angekündigt. Das erschwert in Europa die Refinanzierung der Staaten. Und in Deutschland ist im Dezember die Inflation zurückgekehrt. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass in diesem Jahr sogar eine 2 vor dem Komma stehen könnte. Und angesichts des immer noch künstlich niedrigen Zinses, das ein gewaltiges Programm zur Enteignung der Sparer, insbesondere in Deutschland, wenn die Zinsen niedriger sind als die Inflation. Das ist die direkte Entwertung von Sparvermögen. Und in politischer wie ökonomischer Hinsicht, wenn dieses Szenario, ich wünsche mir es nicht, aber ich halte es für möglich, in politischer wie ökonomischer Hinsicht wäre ein solches Szenario, wenn es zurückkommt, natürlich ein Sprengsatz. Also wir müssen uns darüber unterhalten. So, jetzt, ich habe das unter die Überschrift Regeln gestellt. Portugal und Spanien haben in
im vergangenen Jahr 2016 mehr Schulden aufgenommen, als ihnen eigentlich gestattet war nach dem Europäischen Stabilitätspakt. Und dann war es die deutsche Bundesregierung, es war Wolfgang Schäuble, der gegenüber der EU-Kommission politischen Druck aufgebaut hat. War nicht die Kommission selbst, sondern war die Initiative von Deutschland, namentlich von Herrn Schäuble, Druck aufgebaut hat, diesen Ländern keine Sanktionen auszusprechen. Begründung war, ja, die haben ja Wahlkampf. Kann ich alles verstehen, aber ja, ich verstehe das Motiv, es mag edel sein, man will da keine Destabilisierung in diesen Ländern haben, aber trotzdem, man macht damit Opportunität. Die Erwägungen des Augenblicks, die politischen Erwägungen des Augenblicks zu einem Kriterium der europäischen Verträge und der Anwendung des Rechts. In Italien ist man dabei, wieder eine private Bank mit öffentlichem, mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu retten. Als hätten wir nichts aus der Finanzkrise 2008 von Folgende gelernt. Die Perversion von Marktwirtschaft ist doch, wenn Private Gewinne erzielen, aber dann, wenn ein Schaden entsteht, hier alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Haftung genommen werden. Das ist die Perversion von Marktwirtschaft. Eine marode Bank muss abgewickelt werden auf Kosten der Eigentümer und Gläubiger. Alles andere gefährdet nicht nur die Stabilität von Märkten, sondern zerstört auch die moralische Integrität einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Weil Freiheit und Verantwortung nicht voneinander getrennt werden dürfen. Ich sage Ihnen was, ich bin dafür, in die Verfassungen zu schreiben, dass Banken nicht gerettet werden dürfen. Und wenn man Banken retten wollte, 2008 wird das wohl notwendig gewesen sein, wenn man Banken retten wollte, dann alle gleichzeitig verstaatlichen. Weil 2008, ich das ganz kurz sagen darf, bitte nicht zwingend zu Europa, 2008 hat die Deutsche Bank davon profitiert, dass die Commerzbank gerettet worden ist. Da wäre die Commerzbank gefallen, hätte die Deutsche Bank große Verluste gehabt, der Markt wäre zusammengebrochen. Und von dieser Marktstabilisierung hat die Deutsche Bank profitiert, hat nichts dafür gezahlt. Wenn dann alle gleichzeitig teilweise verstaatlichen, damit sie auch alle an der Stabilisierung des Gesamtsystems beteiligen. Aber keine Rosinenpickerei. Das, wie gesagt, zerstört die Integrität der Märkte in moralischer Hinsicht und gefährdet ihre Stabilität. Gegenwärtig haben wir in Europa, das eine will ich noch sagen, damit Ihnen das gleich deutlich wird, die perverse Situation. Wir haben gegenwärtig in Europa die Situation, dass die Banken mit den höchsten Risiken die niedrigsten Kosten für sogenannte Kreditausfallversicherungen haben. Jetzt übersetze ich das mal in die Alltagssprache. Der 17-Jährige, oder 18 muss er dann sein, also hat nicht nur Führerschein, sondern auch volljährig. Der 18-jährige Fahranfänger für sein erstes Auto schließt eine Kfz-Versicherung ab und fängt mit dem niedrigsten Beitragssatz an. Und mit jedem weiteren unfallfreien Jahr steigt der Beitrag zur Kfz-Haftpflicht an. Und nach 40 Jahren ohne Unfall ist man beim höchsten Beitrag angekommen. Was für ein Anreiz, ab und an mal einen Satz zu bauen, oder? Aber genau das haben wir in unseren Kapitalmärkten. Die riskantesten Banken, meistens vollbezogen mit den Staatsanleihen ihres eigenen Landes, die riskantesten Banken zahlen die geringsten Kosten für Kreditausfallversicherungen, weil die europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sozusagen ganz kurz davor sind, dann da einzusteigen und diese Bank zu retten. Wir sehen es gerade im Teil. Handeln und Haften müssen verbunden bleiben, sonst kann Marktwirtschaft keine Glaubwürdigkeit haben. Und der letzte Aspekt bei den Regeln, das betrifft leider, muss ich das sagen, Griechenland. Ein Land, das zu Europa aufgrund seiner Tradition und Geschichte als Wiege auch der Demokratie, Demokratie in Griechenland, Rechtsstaatlichkeit in Rom, doch eben zu den Traditionslinien Europas gehört, das aber in einer sehr schwierigen Situation ist. Ich sage Ihnen, ich glaube nicht daran, dass mit der gegenwärtigen Politik sich Griechenland stabilisieren kann und dass die Menschen dort besseres Leben erwarten dürfen von dieser aktuellen Politik. Ich glaube, wir brauchen dort im Interesse Griechenlands selbst eine neue Strategie. Die jetzige Strategie wird nicht funktionieren. Sparprogramme,
Erhöhung von Steuern. So wird ein Land nicht wettbewerbsfähig. In Wahrheit will die griechische Regierung ja auch dieses Programm gar nicht. Herr Tsipras hat ja gerade im Dezember erst gegen die Regeln und Verabredungen ein Rentengeschenk verabschiedet. Ich kann das verstehen, wenn man die Lebenssituation der Rentnerinnen und Rentner in Griechenland sieht. Kann ich verstehen, dass er sagt, also das brauchen wir jetzt. Das war gegen jede Absprache. Und er hat sich auch weit davon entfernt, die Zielvorgaben einzuhalten. Ich glaube, wir brauchen da eine neue Strategie. Eine Strategie, die in Europa einmal diskutiert worden war. Nämlich ein Ausscheiden Griechenlands aus der Währungsunion bei gleichzeitigem Verbleib in der Europäischen Union. Wir müssen uns da ehrlich machen. Wolfgang Schäuble sperrt sich ja gegen einen Schuldenschnitt, einen Schuldenabbau bei Griechenland. Gleichzeitig will er, dass Griechenland aus dem Euro ausscheidet. Zusammengenommen könnte daraus ein Modell werden. Griechenland verbleibt in der EU, Griechenland bekommt einen Schuldenschnitt, Griechenland gibt den Euro ab. Die Chance wäre dann, innerhalb eines europäischen Binnenmarkts eine neue Währung abwerten zu können, also auf schmerzhafte Sparprogramme zu verzichten. Es gäbe weiter europäische Solidarität, und zwar auch Milliarden und Abermilliarden, die nach Athen überwiesen werden. Aber zweckgebunden, nicht für den allgemeinen Haushalt, sondern zweckgebunden für die Finanzierung des Mittelstands oder von Forschung oder die Modernisierung der Infrastruktur, Verwaltungsmodernisierung, Stichwort Katasteramt. Und wir würden diesen Mechanismus unterbinden, dass mit dem Geld Europas im Zweifel nur griechische Banken immer aufs Neue saniert werden. Der Mechanismus würde unterbrochen werden. Jedenfalls da sich Europa hier nicht mehr, naja, vielleicht sogar an der Nase herumführen lassen von einer linkspopulistischen Regierung in Griechenland. Das zusammengenommen, was ich gerade beschreibe, Portugal, Spanien, Sanktionen, Italien, Bankenrettung auf Kosten Eigentümer und Gläubiger und nicht der Steuerzahler, Griechenland Regeln einhalten, ist für mich ein Strategiewechsel, der ein ganz klares Signal auch an die Europäische Zentralbank aussenden würde. Das ist einer der Punkte, wo wir im Alltag merken, dass etwas nicht funktioniert und die Sparerinnen und Sparer unmittelbar betroffen sind. Es wäre ein Signal nach Frankfurt, die Notenbankpolitik zu überdenken. Die EZB ist unabhängig. Die nimmt keine Befehle entgegen von der Politik. Das wollten wir Deutschen auch so in der Anlehnung an die Geschichte unserer Bundesbank. Aber ein Strategiewechsel hin zu den Regeln, zurück zur Stabilität in Europa, das wäre ein Signal an Herrn Draghi, dass auch er jetzt seine künstliche Zinspolitik und das Ankaufprogramm von Staatsanleihen normalisieren, aufheben, mindestens zurückfahren kann. Denn auf Dauer können wir in unserer Währungsunion keine Politik gegen ökonomische Gesetze machen. Irgendwann fliegt dann sonst der Wagen nicht vor. Das waren meine drei Punkte. Keine Überforderung, große Fragen angehen, Regeln achten, den die Diskussion bereichern will, um eine Zukunftsperspektive für Europa. Solange und soweit diese Probleme nicht bei uns gelöst sind, sehe ich auch keine Chance auf eine Erweiterung der Europäischen Union oder auch eine weitere Integration und Vertiefung, schlicht weil Mehrheiten auch in den nationalen, in den Mitgliedstaaten fehlen würden. Erlauben Sie mir noch einen Satz und dann einen Ausblick. Oder einen Gedanken und einen Ausblick. Ich habe ja eben gesagt, ein paar Punkte vorgeschlagen, wie wir Europa wieder stärken. Ich habe das unter anderem begründet auch mit der Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Ich will auch dieses starke, handlungsfähige Europa. Aber ich habe eine Befürchtung, die mich dieser Tage so als Zuschauer der Medien, als Leser von Zeitungen und auch einfach in den Gesprächen Gefühl, das ich entwickle. Das ist nämlich die Wahl von Herrn Trump und die damit verbundenen, ich sage mal, zart Fragwürdigkeiten, dass die dazu führen könnten, dass hierzulande jetzt ein ohnehin latent vorhandenen Anti-Amerikanismus freier Lauf gelassen wird. Ich will Europa, ich will ein gutes kooperatives Verhältnis mit Russland. Es kann keine Stabilität auf unserem Kontinent gegen Russland geben, sondern immer nur mit Russland. Aber unser engster Verbündeter, der im Prinzip unsere Werte teilt, das sind die Vereinigten Staaten, und unsere Rückversicherung für den Fall einer globalen Krise,
Das ist unser transatlantisches Bündnis. Bei also aller Stärkung der eigenen europäischen Handlungsmöglichkeiten, das darf nicht gegen den transatlantischen Dialog gestellt werden, sondern vielmehr muss es gemeinsam mit dem transatlantischen Dialog verfolgt werden. Denn ein Europa, das wieder handlungsfähig ist, das ist natürlich auch als Partner attraktiv, attraktiver als ein Europa, das eben vor allen Dingen mit sich selbst beschäftigt ist und seine Probleme nicht durch Entschlossenheit lösen kann. Begonnen habe ich mit dem Jahr 2016 und dem Jahr 2017 mit viel Moll. Und jetzt will ich in Dur aber enden. Ich sagte, es ist kein unabwendbares Schicksal, dass wir Europa verlieren, rechtspopulistische Bewegungen an Raum gewinnen, sondern es liegt in unserer Hand. Und es gibt eine Reihe von ganz optimistischen Zeichen zu Beginn dieses Jahres 2017, jetzt sind wir auch schon zu Ende 2016, die uns eigentlich Mut machen können. Alle haben geglaubt, in Frankreich, Frau Le Pen steht kurz davor, in den Élysée einzuziehen. Und dann haben die französischen Konservativen entschieden, einen zunächst nur mit Außenseiterchancen ausgestatteten Kandidaten aufs Schild zu heben mit Herrn Fillon. Ein seriöser Mann, der eine Wende für Frankreich ankündigt, ein echtes Reformprogramm. Konservativer in gesellschaftspolitischer Hinsicht, ein Reformer in wirtschaftspolitischer Hinsicht. Also sozusagen Seehofer plus Lindner. Aber jeweils kein Radikaler. Kein Radikaler. Und der steht in den Umfragen jetzt ganz vorne und hat die Chance, in Frankreich eine politische Wende zu haben. Das ist die erste Wahl im nächsten Jahr. Die zweite Wahl, Niederlande. In diesem Jahr, Entschuldigung, vielen Dank. Die zweite Wahl, Niederlande. Alle haben geglaubt, Herr Wilders wird da einen Durchmarsch erzielen. Man kann nicht mehr ohne ihn regieren. Wenn man jetzt auf die Umfragen schaut, ist mitnichten der Fall. Ist mitnichten der Fall. Ja, die gegenwärtig amtierende Regierung wird nach den aktuellen Umfragen zwar ihre Mehrheit verlieren. Es könnte sein, Herr Lauterbach, dass der liberale Regierungschef einen sozialdemokratischen kleineren Koalitionspartner an Bord holen muss. Ja. Aber trotzdem, Spaß beiseite, es bleibt eine Regierung der Mitte und nicht eine rechtspopulistische Sturmflut. Und das sollte uns allen doch eigentlich Mut machen, zu widersprechen, wenn man sich unqualifiziert und ressentimentgeladen entweder am europäischen Projekt arbeitet oder an Minderheiten in Deutschland. Oder wenn Angst vor dem Islam gemacht wird, unqualifizierterweise. Da sind wir alle gemeinsam aufgefordert zu widersprechen. Unabhängig davon, welches Parteibuch man hat, weil es eben um die Grundwerte unserer liberalen Gesellschaften geht, die wir alle miteinander teilen. Also es liegt in unserer Hand, welchen Weg Deutschland, welchen Weg Europa geht. Und das sollte uns Mut machen. Vor diesen Debatten müssen wir keine Angst haben, vor den Herausforderungen müssen wir keine Angst haben. Das Einzige, was wir fürchten müssen, das ist die Angst selbst. Deshalb will ich Ihnen für das neue Jahr nur Mut zurufen. Herzlichen Dank. Das große Glück, dass Christian Lindner nicht nur einen tollen Vortrag gehalten hat, sondern auch 10 Minuten Zeit für uns hat, denn es sind ja noch die ein oder anderen Fragen auch sicher in Ihrer Runde. Fangen wir gleich mit dem Fragen- und Antwortspiel an. Wer hat die erste Meinung? Herr Lauterbach, Herr Professor. Ja, meine Frage wäre, ob Sie nicht befürchten, wenn Griechenland diesen Sonderweg gehen würde, raus aus dem Euro, Schuldenschnitt, dass das viele andere dann auch wollen. Also viele andere würden doch dann überlegen, und der Druck auf die Länder wird doch, das ist doch so ähnlich wie wenn, sagen wir, am Pulli hat sich ein Faden gelöst, man zieht ein bisschen und schon rollt es weg. Von daher, das wäre unsere Sorge, sonst könnte ich ihm etwas abnehmen. Nein, Herr Kollege Lauterbach, das ist völlig richtig. Das ist jetzt, was ich hier vorgeschlagen habe, als Strategie, als
andere Alternativstrategie für Griechenland alles andere als trivial und eine leichte Problemlösung. Aber in der Währungspolitik gibt es keine leichten Problemlösungen mehr. Die gibt es nicht. Ich glaube, dass ein Programm, wie ich es jetzt vorschlage und wie es die europäischen Finanzminister einmal beschlossen haben, der ECOFIN-Rat 2005 wollte ja so etwas, am nächsten Tag ist auf Initiative von Frau Merkel die Entscheidung der Finanzminister zurückgeholt worden. Der ECOFIN-Rat war der Auffassung, wenn die rausgehen aus der Währungsunion bei Schuldenschnitt, dass das eine sehr hohe Hürde ist, eine so hohe Hürde, die dann andere eben nicht veranlassen würde, dem zu folgen. Sonst würde man ja einen Anreiz sehen, dass ein Land wie Portugal, das sich Reformen stellt, warum bekommen die Geld geschenkt und warum werden denen Schulden erlassen, warum sollen wir uns überhaupt noch bemühen? Eben weil sie innerhalb der Europäischen Währungsunion verbleiben können. Also Schuldenschnitt, den wollen die Sozialdemokraten sehr auch, das ist ein größerer Teil, der geht in meinen Augen nur mit Ausscheiden aus der Währungsunion. Ihr Argument, der Pulli reißt auf, könnte man ja andersrum genauso sagen, wenn man einmal anfängt, einen Schuldenschnitt zu beschließen, werden alle anderen sagen, ja, wir bitte auch. Und deshalb meine ich, der Weg Schuldenschnitt kann nur mit dem Ausscheiden aus der Währungsunion verbunden werden. Das ist sinnvollerweise. Weiter. Ja, hier vorne ist noch ein Herr. Bitte schön. Herr Lindner, wir hatten eingangs zu Recht diese Steuersparmodelle der Großkonzerne, insbesondere der amerikanischen in Irland, erwähnt. Haben Sie bewusst die deutschen Konzerne ausgespart? weil wir sind ja hier in Leverkusen, Sie wissen, da ist immer noch Bayern. Und ich bin alter Leverkusener, gebürt hier, und ich kann mich noch sehr gut erinnern, in den 70er Jahren, da waren Sie noch im großen Teich. Ja, das stimmt. Da war Leverkusen als auch Ludwigshafen, die waren die reichsten Städte Deutschlands, ja. Eben wegen Bayer und wegen BASF. Und heute ist es so, dass schon seit Jahren Leverkusen einen Nothaushalt hat. Und eigenartigerweise, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wird das hier in der Leverkusener Kommunalpolitik viel zu wenig thematisiert, dass Bayer definitiv zu wenig Gewerbesteuer hier zahlt. Und dass das mal irgendwie geändert werden muss, ich weiß, das können die Kommunen nicht, das muss auf höherer, eben sogar europäischer Ebene sein. Wünschenswerte vielleicht überprüft werden. Aber Frage, haben Sie das jetzt bewusst ausgespart oder bewusst vergessen? Nein, das habe ich nicht bewusst vergessen. Weder das eine noch das andere. Nur das Thema ist außerordentlich differenziert. Wissen Sie, warum ich diese Unternehmen gerade genannt habe? Ja. Weil die haben eine Gemeinsamkeit. Es sind Unternehmen, die im Inland Gewinne erzielen, also Wertschöpfung erzielen, und die komplett über die Nutzung von Lizenzgebühren für Marken und Patente ins Ausland verlagern. Wenn beispielsweise ein Unternehmen wie Bayer, spreche jetzt abstrakt über den Fall, weil ich im Einzelnen die Geschäftspolitik von Bayer nicht kenne, das ist ein Beispiel. Aber ich nenne am besten gar nicht den Namen, damit es, ne? Ein Unternehmen Y hat im Ausland Dependancen, investiert dort beispielsweise auch in Forschung, hat dann dort Patente, erzielt Gewinne, dann ist das etwas völlig anderes als das, was wir beim Silicon Valley Plattformkapitalismus erleben. So, also insofern die Sachfrage muss man schauen, sind sie vergleichbar? Die politische Forderung ist, egal welches Unternehmen, es muss einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Und es kann keine Modelle geben, wie wir sie jetzt haben, wo Gewinne komplett verlagert werden können, indem zufällig die zu zahlenden Lizenzgebühren an eine Auslandsmutter genauso hoch sind wie der Inlandsgebühren. Das kann nicht sein, weil das hebelt natürlich Marktwirtschaft aus und das ist auch keine, wie soll ich sagen, Waffengleichheit zwischen dem standortorientierten Mittelstand und internationalen Mittelstand. Ich muss immer aufpassen, Herr Dr. Mayer und ich haben verabredet, es darf kein Wahlkampf sein. Immer wenn Sie applaudieren, habe ich den Eindruck, ich bin doch zu nah am Wahlkampf. Ja. Herr Richter, unser Oberbürgermeister, wir haben die Werbesteuersituation angesprochen.
Ich war oft in Irland gewesen und Irland gehört ja zur Europäischen Union. Das ist natürlich eine europäische Gesetzgebung, die dort ist. Das ist eine Gesetzeslage, die halt erzeugt worden ist, um die Jugendarbeitslosigkeit damals in Europa zu reduzieren. Das haben wie viele amerikanische Unternehmen als auch andere europäische Strukturen genutzt, um dann Lizenzen abzuwickeln, um dann auf dem Kontinent Geschäfte zu machen. Sie können nach Amsterdam gehen, da haben Sie eine ähnliche Situation. Viele Companies sitzen in Amsterdam. Ich denke, wir hätten das in Europa regeln müssen, was das sehr bewegt. Ich war in Lissabon gewesen, jetzt über die Feiertage. Wir haben eine unheimlich hohe Jugendarbeitslosigkeit. Wenn ich berichte über Griechenland höre, dass viele junge Menschen sich verabschiedet haben aus dem System, weil die sagen, das System bringt mir keine Lebensexistenz, ich gehe zurück auf ganz einfache Strukturen, auf landwirtschaftliche Strukturen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie schaffen wir es, den europäischen Gedanken, den also du eben nämlich aufgeführt hast, und Sie auch gesagt haben, wo kommen wir in Europa denn eigentlich her, aus dem Zusammenschluss des Friedens heraus, wie schaffen wir das, ohne wieder auf das Segment zurückzufallen, denn bitte schön, portugiesische Regierung oder Griechenland, dann macht man eure Hausaufgaben, dann macht man eine vernünftige demokratische Wirtschaftspolitik und ihr werdet dann hochkommen, dann müssen wir auch das Zeitfenster aufzeichnen und die Perspektiven. Mir geht es darum, einen europäischen Wirtschaftsgedanken zu entwickeln, der quasi auf Jugend und auf Perspektive ausgerichtet ist. Ja, also vom Ziel her, würden wir da also, sofort zusammenkommen. Jetzt ist die Frage, welchen Weg beschreitet man? Ich habe ja eben ausgeführt, die wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedingungen, das Bildungssystem in einem Land muss stimmen, damit man die Frage Jugendarbeitslosigkeit lösen kann. Modell Agenda 2010. Jetzt haben Sie aber ein zusätzliches Argument noch mit beigetragen, nämlich Zeit. Bei uns hat es ja auch, überlege ich, bin 2000 in den Landtag gekommen, da gab es immer Ausbildungskonsens, Clement. So 2004 war der Wendepunkt. 2004, 2005, als die Frage der Lehrstellensituation so unter Kontrolle kam. Also 3, 4, 5 Jahre, die man dann für eine Wahl braucht. Relativ lang, andererseits relativ kurz, wenn man sowas drehen kann. So, was machen wir in der Zwischenzeit? Habe ich auch ein Vorschlag, der nichts zu tun hat mit Subventionen aus Brüssel oder Überforderung der Europäischen Union, was eher gelöst werden kann, zum Beispiel zwischen Deutschland und Portugal oder Deutschland und Spanien. Das ist ein Pakt für Ausbildung. Wir haben in Deutschland eine Vielzahl von unbesetzten Lehrstellen. Das geht in die Zehntausende. Da sind Berufe, die vielleicht nicht für jeden bei uns sofort attraktiv sind, wenn man vielleicht etwas machen kann mit Technologie, Medien, dann Fleischer werden zu wollen. Deshalb bleiben da Ausbildungsplätze unbesetzt. Selbst in hochqualifizierten Bereichen, Fachinformatiker, was hat mehr Zukunft als das, haben wir eine Vielzahl von unbesetzten Ausbildungsplätzen. In den neuen Ländern haben wir Berufskollegs, die laufen leer, und massive Überkapazitäten, weil es gar nicht mehr so viele Ausbildungsbetriebe, gar nicht mehr so viele junge Menschen gibt, weil dort der demografische Wandel 10 Jahre schneller ist als bei uns. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Warum nutzen wir nicht unsere Kapazitäten und freien Plätze, um jungen Menschen aus Südeuropa eine Perspektive aufzuzeigen? Das muss natürlich organisiert werden, weil die natürlich dann auch in ihrer Muttersprache Unterricht braucht. Sie geht ja nicht direkt in Deutsch, man hat ein bisschen Portugiesisch, sondern das muss dann eben auch in der Muttersprache bei uns sein. Also eine echte Ausbildungsbrücke zwischen Südeuropa oder den Ländern mit Problemen am Arbeitsmarkt und Deutschland, teilweise auch Niederlande, andere Länder haben eben solche Möglichkeiten. Das könnte eine echte Geste der Solidarität sein, echte Zukunftsperspektiven aufzeigen. Viele werden dann in ihre Heimat zurückkehren wollen, aber manche werden auch bei uns bleiben. Und ich sage mal, bevor wir außereuropäisch anwerben in unseren Arbeitsmarkt, sollten wir doch erstmal unseren europäischen jungen Menschen eine Berufsperspektive bei uns geben. Das wird sich automatisch auch dadurch noch ein bisschen verbessern lassen, dass wir jetzt sehr viele Flüchtlinge im jungen Alter hierher bekommen haben, die natürlich auch integriert und dann kriegen wir auch wieder Metzgerlehrlinge und Bäckerlehrlinge und Informatiker. Wir hoffen es mal, aber jetzt sage ich dazu auch ein Argument, da geht es mir jetzt gar nicht um unseren Egoismus, sondern auch um unsere Verantwortung für die Entwicklung, zum Beispiel in Ländern wie Syrien.
Wenn wir die ganzen qualifizierten jungen Menschen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, auf Dauer hier halten, wer wird dann irgendwann Syrien wieder aufbauen und dort für eine stabile Gesellschaft sorgen? Also insofern, es gibt auch ein Stück zivilisatorische Verantwortung dafür, junge Menschen bei uns während der Zeit, wo sie hier sind, also diese Dinge zu fördern und zu qualifizieren, aber eben auch mit dem Ziel, dass sie dann in der alten Heimat Verantwortung für die Zukunft dort übernehmen können. Alles andere wäre ein Stück auch Egoismus aus humanitären, anfänglich humanitären Gründen. Wunderbar. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Lindner für diesen engagierten Einsatz. Ich danke Ihnen, Frau Einhard. Morgen einen guten Abend. Ich bin im Landtag bei einer schulpolitischen Sprecherin, die Sie sehr gut kennen, Tochter von Herrn Leibniz. Ach ja, okay. Ja, also und die kenne ich natürlich sehr gut. Ja, und so bleiben wir also politisch im Geschäft und wir bedanken uns jetzt, dass Herr Lindner so lange bei uns bleiben konnte. Ich wünsche ihm alles Gute. Danke. Und Dankeschön. Auf Wiedersehen. Eine Babelplatte. Eine Babelplatte. Ende Wohnjahr. Ja. Nein, sorry, ich kann jetzt nur ein trockenes Brötchen auf Fuß haben. Oh, Elova. Komm, wir machen mal ein Foto. Noch ein Showfoto, Herr Lindner. Noch ein Foto. Ein Showfoto. Oh ja, das ist echt noch. Ja, da waren wir eine große Aktion. Ja, aber. Das ist das nächste Foto. Jetzt würde ich sagen, haben wir langsam auch ein bisschen Hunger und deswegen bitte ich unser Oberbürgermeister, das kalte Buffet zu essen. Ja, Herr Mayer, das mache ich natürlich gerne am Ende meiner Grußworte. Das war eine sehr interessante Diskussion, die ich verfolgt habe, die mich auch doch mit in meinen Gedanken jetzt nimmt. Und, ja, ich bin 1961 geboren und den Mauerbau habe ich nicht mitbekommen, weil ich bin gerade erst auf der Welt war, aber Europa habe ich natürlich mitbekommen. Die ersten Fahrten mit dem Personalausweis und wo dann die Grenzen gefallen sind, einfach sich so zu bewegen, wie man bewegen sich kann. Auch die Währungseinführung der Europäischen des Euros, immer mit derselben Währung überall bezahlen zu können, über alle Grenzen hinwegzufahren. Menschen, die sich verbinden, eben das, was eben am Anfang angesprochen worden ist, aus einer langen Tradition der Feindschaft voran. Ich war ja auch in Frankreich gewesen, habe dort mir auch das Denkmal in Benadast angeschaut, also auch die Gräueltaten, das Vergessen, die Versöhnung, das Miteinander und den Wert erhalten. Und ich denke, dazu brauche ich eine Union, eine Europa-Union hier in Leverkusen, Hans-Georg. Wir haben sehr viel zusammen dieses Jahr gemacht. Ich war mit dir unterwegs, auch bei dem Europafest. Ich habe gelernt, Europa leben zu müssen. Europa ist mittlerweile schon ein bisschen selbstverständlich geworden und mehr, was eben auch erwähnt worden ist, negativ belastet. Und die Sinnhaftigkeit von Europa ist überhaupt nicht mehr nur in dem Gedankengut von vielen jungen Menschen, sondern eher so, ist das jetzt wirtschaftlich wichtig oder nicht wichtig für mich. Das ist natürlich eine große Situation, wie weit man wirtschaftlich auch existieren kann in dieser Wertegesellschaft Europa. Deshalb bin ich immer froh, wenn Schülergruppen aus den Partnerstädten da sind, wenn wir diskutieren, wenn wir Europa diskutieren und wenn ich mich immer wieder auffordere, euch einzumischen. Demokratie ist kein Selbstläufer, es sind ganz viele Menschen in unserem Land, in anderen Nationen dafür gestorben, dafür lohnt es sich weiter zu kämpfen, im gesellschaftlichen Bereich, im familiären Bereich, im politischen Bereich. Und ich hoffe, wir werden das 2017, ich glaube sehr daran, dass wir einen guten Weg auch mit Leverkusen im Sinne einer Europastadt Leverkusen gehen. Und damit ist dann heute auch das europäische Buffet eröffnet. Vielen Dank.